Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nun, wir sind hier ganz weit oben, denn ich dachte, im letzten Part hier wäre ein Krog. Nun, leider muss ich auch hier noch etwas sagen. Der letzte Part war hier sehr, sehr besonders schmerzhaft, sage ich jetzt einmal ganz offen gesagt. Denn mein Mikrofon hat sehr viel Faxen gemacht und deswegen wird das halt aus der Zusammenfassung rauskommen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt oder nicht. Im Stand aktuell, wenn ich es aufnehme, am 23.12. existiert dieses Video noch nicht. Aber heute wollen wir sicherlich den Todesberg mal ein bisschen, erstmal dorthin gehen. Aber ich habe zuerst noch etwas anderes vor, nämlich noch den Turm von den Zoras noch aktivieren. Okay, aufgrund dessen, dass ich ein paar technische Probleme hatte beim Gameplay, Aufnahme und so, muss ich hier auf mein eigenes Programm verzichten, nämlich auf Voice Meter, den halt meine Stimme halt ein bisschen so lower Zeugs gibt, aber... damit muss ich jetzt einfach leben. Nein. So ein Scheiarsch. Na super. Ich habe mir wieder einmal ein Sandwich vorbereitet. Das muss ja einfach sein. Nein, Mann! Ich lerne einfach nicht dazu. So, ich versuche es noch einmal. Man kennt es ja nicht anders. So. Zack. Und? Yes! So muss das nicht anders. Und potenziell habe ich einfach zu wenig Ausdauer. Nur möglicherweise. Ja. Sieht ziemlich schlecht aus. Ah ja. Wir sind schon ziemlich weit gekommen. Und wir haben natürlich im letzten Part einiges gemacht, was uns sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben den Titan befreit, was einfach sehr ärgerlich ist, dass hier einfach mein Mikrofon so richtig rumgebackt hat des Todes. Oh je. Was ich dort vorne sehe, gefällt mir jetzt gar nicht. Ein Eis... Pythago... Dingens. Hoffen wir einfach, dass der uns nicht sieht und dass wir so schnell wie möglich hier vorbeikommen. Hier noch ein Leuchtsteinbrocken. Auch noch ein bisschen wichtig für die 100%, I guess. Oder ist es überhaupt für die 100% nötig? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht nochmal. Da müssten wir etwas anderes fragen. Aber jetzt sind wir hier auch beim Ranel-Turm. Also das ist ein Ranel-Gebirge? Also Gebiet? Na, das wusste ich gar nicht einmal. Oder nicht mehr. Und ja, vielleicht merkt ihr ja. Ich habe ein neues Mikrofon. Das merkt je nachdem der eine oder andere. Ich habe leider so das Gefühl, dass ich im Moment gerade extreme Probleme habe, irgendwie mit dem Sound. Muss ich kurz schauen. Doch, ich habe ein Problem mit dem Sound. So. Ich glaube, jetzt müsste es akkurat sein. Ja, jetzt ist es akkurat. Denn aufgrund dessen, dass ich ja mein Mikrofon gewechselt habe und jetzt einfach irgendwie, glaube ich, jetzt vom Gameplay her ist es jetzt auch irgendwie ein bisschen anders vom Sound. Design, weil ich musste ja Capture Card und Videogerät ein bisschen verzögern für die Synchronisation, aber ich glaube, jetzt ist es gar nicht mal vonnöten. Da beschwere ich mich auch nicht.
und aktivieren stattdessen diesen coolen Turm. Und ich nehme natürlich einen Biss von einem Sandwich. So. Datenübertragung beginnt. By the way, ich habe hier einfach ein Spezi rumliegen. Wie kommt ein Schweizer in einen Spezi? Also, ein Schweizer hat einen Spezi-Getränk aus Deutschland. Wie schafft man das? Frag mich nicht. Irgendwo in Luzern gab es so einen Laden, wo man das kaufen kann. Beim Luzern Bahnhof. Oh, hier haben wir ein weiteres. Oh, ich glaube, da Richtung dorthin müssen wir sogar. Dort ist der Todesberg. Und hier ist der... Von dem müssen wir... Ja, ach ja, hier ist noch ein Schrein. Den machen wir doch gleich. Einmal. Warum nicht? Da können wir auch ein Zeichen der Bewegung demnächst abholen. Wäre sicherlich nicht schlecht. Denke ich zumindest. Oh, hier gibt es Maxi-Rüben. Sogar große Maxi-Rüben. Nice. Hier noch ein Hyrule-Pilz. Auch nice. Ja, nun gehen wir in den Schrein. Kraftprobe leicht. Wie immer noch? Aber ich habe noch so das Gefühl, dass ich einen richtigen Soundbug habe mit der Verzögerung. Doch, doch, irgendetwas ist, stimmt hier nicht. Ja, ich glaube, es stimmt wirklich etwas nicht. Und es sollte eigentlich relativ einfach sein, wenn ich mich nicht täusche. Ah, wie viel Schaden ich habe. Wow. Ich wusste gar nicht mal, dass er so etwas macht. Spinning ist doch ein guter Trick. Und eigentlich sollte man das nicht so machen. Denn man... Ich kacke jetzt richtig hart rein. Ich glaube... Mit dem Sound stimmt etwas nicht. Im besten Willen. Aber ich habe hier einige schöne Teile. Zuerst aber vorab fotografieren natürlich. Aber sehr schön, dass wir so eine kleine Probe hatten. Oh nein, löschen. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal. Nö, das scheint gleich zu sein. Aber das Schild nehme ich sehr gerne mit. Das Wächterschild. Was? Kein Platz? Also das Wächterschild ist so schön. Das Wächterschild ist so schön, das will ich unbedingt mitnehmen. Oder soll ich einen Abstecher beim Walter Krochs machen? Macht auch sehr viel Sinn. Ein Ritterbogen. Ui, und wir haben sogar Platz dafür. Nice. Das war ein sehr einfacher Schrein, meines Erachtens nach. Und wisst ihr was? Ich werde jetzt wieder die Aufnahme des Spiels jetzt wieder mal ein bisschen wieder ein Minus. So. Nice. Okay. Ich glaube, es wäre sogar sehr schlau, wenn ich irgendwo Fred hätte. Und ich glaube, Windbomben wird auch einiges regeln. Aufwärts zumindest. Oh, Flederbeißer. Haben wir auch noch kein Foto? Ich meine, das muss auch ein bisschen sein. Ein bisschen fotografieren und so. Und was ist das? Ah, das ist von dem Walter Krox, oder?
Ja, genau. Ich glaube, wir machen einen Abstecher bei Walter Crocs und danach gehen wir dort weiter. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn. Denn... Ja. Boah, kommen wir sehr, sehr weit. Das überrascht mich jetzt. Oh, hier haben wir noch seltene Erze. Normalen Erzbrocken. Und hier noch ein seltener Erzbrocken. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber mit dem Eisenhammer gibt es eine größere Chance auf Besseres. Aber da bin ich mich echt nicht sicher. Ich weiß halt nur, dass die Eisenhammer gegen Ivarax einen vierfachen Schaden machen. Ich weiß nicht, ob Bombenpfeilen auch mehr Schaden machen, aber da müsst ihr jemand anders fragen. Bei Technikfragen einfach nicht mitfragen. Das ist ganz einfach die Regel. Oh, ein Bockblin. Genau, sehr schön. Ein blauer. Wie zum Teufel habt ihr mich gesehen? Mache schon mal vor ein schönes Foto. Denn ich muss doch eh noch ein bisschen kämpfen, so wie ich das richtig in Erinnerung habe. Denn ich muss noch eh noch ein bisschen Sachen. Oh mein Gott! Ist ein Schwarzer. Ich will ein Foto machen. Schwarzer Bockblin bitte. Yes! Mit was gehe ich kein? Ich glaube, mit Lanze ist man nicht schlecht unterwegs. Oh! Ich beschütze dich. Ja, zumindest ist er schon ziemlich, ziemlich stark. Aber ich bin besser und bekomme das Ritterschwert. Allzu strong. Dass man schon so starke Waffen hat. So, na. Zuerst mal fotografieren. Von wo kommt dieser Bernstein, bitte? Ein Stachelmob-Lanze. Irgendeine komische Stachelmob-Keule. Der nicht schlechter Schaden macht, ganz ehrlich. Ach, ich bin jetzt hier mal interessiert, dass ich noch ein bisschen... Ja. Ich weiß auch nicht. Hier kommt noch ein Dude. Freut mich, sie kennenzulernen. Boah, der Typ hat Feuerpfeile. What the? Von wo kommt der Typ mit diesen Feuerpfeilen? Lauf, lauf. Ah. Es war dumm, eine Bombenpfeil zu verwenden, aber... Von wo kommst du, bitteschön? Was ist das für ein großes Lager? Was zum Teufel? Ich kämpfe mit einer Solarlanze. Wie blöd muss man sein? Und jetzt kämpfe ich mit einer Hacke und mache noch diesen hier. Okay, das war sehr, sehr intensiver. So, du bist weg. So, und dann... Bam. Sehr schön. Ich glaube, einer lebt noch. Irgendwo oben. Ein starker Bockblin-Bogen. Als Foto. Ich glaube, eben hier oben müsste noch jemand sein. Hallo. Ich bin's. Der nette Link, der gerne Menschen abschlachtet. Nö, es waren alle.
Und was haben Sie Schönes bewacht? Ein Topaz. Painful. Ja. Bomben wir weiter. Ah. Es war eine sehr flache Windbombe, aber man kommt schon ein paar wenige Meter weit. Das ist die Hauptsache. Ich weiß, es ist ein bisschen glitschig, dieses Projekt, aber sagen wir so, es ist eine sehr schnelle Fortbewegungsmöglichkeit und da ja vor langer, langer Zeit hat ja jemand beim allerersten Part noch diesen einen Kommentar geschrieben, dass es sich interessiert, für was, also wie die anderen Personen halt Breath of the Wild durchspielen und ich dachte mir auch irgendwie, mach mal etwas anderes, glaube ich. Ist auch schön, einfach zu sehen, wie jemand etwas anderes macht. Was zum Teufel war das? Oh, das waren Eismonster. Aber der verfolgt mich hoffentlich nicht mehr. Hoffe ich sehr. Ach, herrje, ich weiß sogar, welcher Tartar das ist. Der war, es gab sogar bei mir, beim Breath of the Wild Challenge. Dort ein Game Over. Video ist natürlich oben rechts verlinkt, aber ich glaube, ich komme nicht. Ja, ich glaube. Boah. Das wäre fast eine hohe Windbombe geworden. Hätte ich noch nie geschafft, aber. Oh, du elendiger Sohn, lass mich einfach in Ruhe, bitte. Dankeschön. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe, du elendiger. Ach, je. Lass mich einfach in Ruhe. Bin ich da? Lass mich einfach in Ruhe. Ich bin einfach gar nicht da, okay? Ach, nee. Wie komme ich am besten hier hoch? Ohne von diesem einen Typ erfasst zu werden. Oh, du Sohn! Ich glaube, ich habe sogar einen Eispfeil. Nee, doch nicht. Schade. Es ist eigentlich sehr dumm, Feuer gegen Feuer. Vor allem, dass er zu mir kommt. What the hell? Aber er hat nicht lange überlebt. Schade für ihn. Besser für mich. Ganz einfach. Oh, ein Fiddling. Okay. Junge, von wo ist dieser Drecks Octorok. So nervig, diese Teile. Aber hier kommt man so einfach weiter. Und das ist der Turm der Wälder. Oh, ich weiß, hier gibt es eine verdammt starke Waffe. Ui. By the way, schaust du das Video immer noch? Und bist noch kein Abonnent? Du kannst es jetzt ändern. Abonniere gerne diesen Kanal, um keinen weiteren Breath of the Wild Content mehr zu verpassen. Es würde mich freuen. Und zeigt mir, ihr habt Bock auf dieses Projekt. Laut einer Abstimmung ist auch euer Interesse ziemlich hoch. Oder sehr hoch. Und das freut mich natürlich. Und ich werde Breath of the Wild sicherlich nicht vernachlässigen. Und halt immer wieder eine Folge bringen. Oh je, ich bin fast von meinem Stuhl runtergefallen. Das sollte eigentlich so nicht passieren. Aber egal. Diesen Turm haben wir jetzt auch bald. Nämlich. Jetzt. So. Nächste Teleportation, Teleportationsfläche.
und weiterer Abschnitt der Karte. So. Ja, diese Grafikbug habe ich oft. Und hier sehen wir ja Walter Crocs. Genau. Und hier oben, irgendwo kann man da hochklettern. Da kommt man zu einer sehr, sehr starken Waffe. Die ist massiv stark. Genau. Der Königs-Zweihänder. Eine wunderschöne Waffe, die nicht nur schön aussieht, sondern etwas dahergibt. 52er Schaden. Boah. Ich glaube, man könnte theoretisch das hier skippen. Aber bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Man könnte, glaube ich, sogar eben Walter Crocs ein bisschen skippen. Was ist er? Ja gut, so weit komme ich jetzt auch wieder nicht. Aber ich kann es mal versuchen, da durchzugehen. Aber ich müsste es am Anfang spawnen. Was? Jo, das war eine sehr hohe Windbombe. So eine tolle Windbombe habe ich noch nie hinbekommen. Okay. Dann versuche ich mal auch hier mal durchzukommen. Oh, ein Maxi-Trüffel. Denn hier beginnt der Wald, der niemand lebendig rauskommt. Nämlich der verlorene... Was ist das? Der verlorene Wald? Also einfach die verlorenen Wälder. Und hier muss man einfach immer dem Feuer folgen. Und beziehungsweise dem Wind. Ganz simpel. Ich glaube, es gibt auch im Internet gibt es auch seine Karte. Und einfach aus in- und auswendig weißt, wo du hingehen musst. Sonst, wenn du das hier nicht hinbekommst, bist du eben von den Geistern wieder gefangen genommen. Ja. Und hier habe ich schon den Checkpoint. Jetzt muss ich leider eine Waffe opfern. Obwohl, nein, muss ich nicht. Denn es ist halt super, hä? Ich muss einfach schauen, wo der Wind sich halt hinbewegt. Und dementsprechend auch dem Wind folgen. Ich glaube jetzt. Oder noch nicht. Nämlich jetzt wechselt's, genau. Immer noch geradeaus, glaube ich. Inner so ein bisschen. Der Wind geht dorthin. Ich glaube, wir sind ziemlich schon am Ende. Kann das sein? Ja. Das scheint mir nach dem Ende. Jetzt einfach keinen dummen Fehler machen. Und hier runterrennen. Ja. So einfach hat es noch nie. Ja gut, das ist nicht das erste Mal, wo ich das mache, aber... Trotzdem. Schön zu wissen. Aber ich kann auch schon jetzt sagen, ich mache hier nicht den Master Sword Glitch, denn... Ja.
Auch wenn ich das gerne machen würde, aber ich denke, das ist eher am falschen Platz. Weil der Krox, boah, die Framedrops, das ist halt immer so hier bei diesem Spiel. Ich glaube, Maronus ist hier. Yes! Du musst tanzen. Oho! Oh, du bist es! Warum so still? Ich bin es doch, der Musikant aus dem Wald der Krox, Maronus. Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorene Welt hierher gefunden. Und hast du ein paar Krox sammeln solltest, weißt du schon. Und wenn du mir Dings gibst, kann ich es auch vergrößern. Aber 39 Samen alt. Alter. Strong. 2 für Schild. Es kann losgehen. Nice. Hier das. Ein weiterer Bogenspot. Okay. Schildtaschen. Hatten wir noch gar nicht verbessert. Umso besser. So. Und vor allem, wir haben so viel Krox-Samen. Also, es lohnt sich definitiv. Und hier auch noch ein bisschen ausgeben. Nein, auch am Schluss, wenn man so viele Waffentaschen hat, das ist so nice. Und wir haben einfach nicht mal wirklich groß gesucht, wir haben einfach viel gefunden. So. Ich will noch weiter eigentlich machen, aber weil hier noch der Schrein ist und ich den einfach mal aktivieren will. Ich habe eine Route aufgenommen. Dass ich halt immer wieder hierher teleportieren kann, nicht dann irgendwie komische Sachen passieren und dann plötzlich nicht mehr dorthin kann, ne? Deswegen habe ich das einfach hier jetzt aktiviert. Und bevor ich noch drauf gehe, sollte ich noch etwas essen. Fällt mir jetzt gerade auf. Und hier ist irgendwo noch der Dekobaum. Also das ist alles der Dekobaum. Aber wenn ich gerade hier bin, oh, ich sehe, Let's Play Party ist schon bei 33 Minuten, ach du Heilige. Oh, ein Kochlöffel, eine Holzkelle. Sehr schön. Hier haben wir einen Laden mit ein bisschen Sachen und hier auch noch, aber hier, mit dem bin ich hierher gekommen. Denn ich will Ausdauer. Es lohnt sich definitiv. Denn das Windbomben muss halt verbessert werden, ganz ehrlich. Und so bekommen wir auch noch etwas zurück. Sehr schön. Bring den Frieden nach Hyrule zurück. Das werde ich hoffentlich tun. Aber mit mir ein bisschen mehr Ausdauer. Wie kann man hier... Was soll ich? Hey du, komm. Boah, ich bin jetzt schon an. Ich verkaufe mal ein bisschen was und dann will ich einfach mal diesen Part mal beenden. Wir haben sicherlich ein paar Edelsteine. Ja, ein paar von denen, ja. So, geben wir mal 8. Doch, doch. Ah, jetzt haben wir das ganze Geld wieder zurück. Nice. Okay, das bedeutet im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir langsam Richtung dem eigentlichen Ziel gehen, nämlich... Hierhin, ab zuerst noch diesen Tower hier aktivieren. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Im nächsten Part geht's hier weiter und man sieht sich. Ciao!